Vielen Menschen ist nicht klar, was sie im Bauch haben. Also die Sachen sind da, wenn du Office 365 in der Regel nutzt. Das kostet nichts extra, in Anführungszeichen, ja, sondern das hast du in der Regel, gerade die, die so eine Enterprise-Lizenz haben, also ist alles in der Regel erstmal lizenziert. Da gibt es dann auch wieder im Detail Grenzen, das muss man natürlich nochmal prüfen, aber im Grundsatz ist das in der Regel erstmal da. Und es wird einfach nicht genutzt, weil vielen Leuten einfach nicht klar ist, wie einfach man damit eben tatsächlich Sachen machen kann. Ich fand es prima, weil ich habe mich jetzt auch mal wirklich mit meinem persönlichen Alltag hier auch identifizieren können mit den Abläufen. Und ehrlich gesagt, ich kannte das noch nicht, diese Features. Also du hast mir heute wirklich die Augen geöffnet. Power BI, ja klar, kenne ich aus Projekten. Man macht Architekturen und Konzepte, entwickelt man mit Leute kommen raus. Aber genau diese Sachen, die einem das Leben am Ende des Tages einfacher machen können, vom Chatbot über Prozessautomatisierung, dass du das so machen kannst als Citizen Developer. Freut mich natürlich, wenn Leute das mitgenommen haben, auch das Thema, vielleicht ein bisschen offener auch für das Thema sind. Also wie gesagt, es gibt ganz viel. Schaut einfach mal nach, office.com, guckt mal, was ihr alles machen könnt. Ihr werdet unglaublich überrascht sein, was ihr alles lizenziert habt, womit man echt tolle Sachen machen kann. Wie gesagt, und wenn nochmal Fragen sind, gerne kommt mal auf mich zu.